Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Heute endlich mal wieder mit einem weiteren Video von mir. Im Hintergrund hört ihr das schöne Katzenschnurren, denn meine Katze ist gerade mal wieder zu Besuch. Stimmt's, Tam? Ja. So, es geht heute einfach mal darum, ich will euch erklären, was genau an diesen 2-Dollar-Scheinen so selten sind und warum sie so begehrt sind. Des Weiteren, warum genau diese Scheine so einen Rand bekommen haben. Zuerst einmal der 2-Dollar-Schein in der heutigen Form mit der Rückseite der Unterzeichnung der Declaration of Independence. Hier ein Bild davon. Wurde erstmals so in dieser Form 1976 ausgegeben. Und dazu zeige ich euch natürlich auch die Scheine von 1976. Die besitze ich tatsächlich. Katze, jetzt störst du gerade mal ein bisschen. Und zwar haben wir jetzt hier die. Hier als Ersatzbanknote. 1976, genau. Zur 200-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit. Ja, zuerst einmal muss man dazu sagen, schöne Banknote. Sie wurden von allen Staaten ausgegeben. Und hier haben wir ein Ersatzexemplar. Vorher sah die Rückseite etwas unspektakulärer aus. Ich glaube, ich habe leider kein Exemplar davon gerade da. Ja. Es tut mir leid, da kann ich euch leider kein Exemplar zeigen. Ach, Tom. Ja. Er will unbedingt zugucken. Weil er liebt nämlich auch Banknoten so sehr wie ich. Und vor allem, wenn ich darüber noch etwas erzähle. Ja, auf jeden Fall. Wurde dann der 2-Dollar-Schein zum 200. Jubiläum ausgegeben und seitdem wird er bei jeder Serie tatsächlich nochmal neu ausgegeben. Die aktuelle und neueste ausgegebene Serie ist die 2017er Serie, wovon ich mir letztens einen 1-Dollar-Bündel gekauft habe. Dazu aber mehr im nächsten Unboxing, was diesen Monat mal wieder kommt, seit Ewigkeiten. Ja, ihr habt gerade einen Teil meiner 2-Dollar-Scheinsammlung gesehen. Aber die Frage ist, wie gesagt, immer noch, was ist so selten daran? Selten daran ist eigentlich nichts, weil 2-Dollar-Scheine sind reine Massenware. Sie werden millionenfach gedruckt. Sie werden nur nicht so oft in Umlauf gebracht. Zwar bekommen teils Devisenbanken auch mal ein Bündel davon, aber die meisten Scheine gehen hinterhand, so wie zum Beispiel bei den Euromünzen, an Sammler bzw. an Händler, die dann natürlich die Scheine verkaufen. Wir können uns jetzt gerne mal meine 2-Dollar-Scheine angucken. Da haben wir jetzt hier einmal ein aus Virginia von 2013. Hier haben wir einen aus New York von 2013. Noch ein New York von 2013. Jetzt müssen wir wieder umdrehen. Jetzt haben wir wieder ein Virginia von 2013. Also ich habe sehr viele 2-Dollar-Scheine. Die sind halt nicht selten. Das ist halt Massenware. Aber ich hebe sie mir trotzdem auf, weil trotzdem tatsächlich der Verkaufswert von 2-Dollar-Scheinen sehr enorm ist. Also man kann die teils pro Stück kassenfrisch für bis zu 10 Euro verkaufen. Als normale Banknote, nicht als Ersatzbanknote. Dann haben wir jetzt hier einen von 2013. Haben wir jetzt hier einen von 2003 aus Minnesota. Ein etwas seltenerer. Mit dem H auf. Also mit, es gibt ja die verschiedenen Druckereien. Wie zum Beispiel I ist Minnesota. Hier nochmal. Von 2003. Die tatsächlich etwas seltener sind. Und am seltensten ist mit H. Also wenn ihr mal einen mit H bekommt, dann kauft euch den auf jeden Fall. Übrigens, ich habe letztens, sehe ich gerade hier, den habe ich noch gar nicht einsortiert. Machen wir jetzt gleich mal. Ein 2-Dollar-Schein von 2013 bekommen als Ersatzbanknote mit Sternchen drauf. Aber ja, packen wir gleich noch mit dazu. Haben wir jetzt hier A. A steht hier für Boston, Massachusetts. Dann haben wir hier Illinois. 2013, dann haben wir hier nochmal Illinois, ach ist sogar fast Running Nummer, haben wir hier Ohio, scheiß Zustand Leute, ach wisst ihr was, den packe ich raus, da freut sich ein Sammler drüber, den verkaufe ich günstig, vielleicht 3 Euro oder so, das ist ein guter Preis, denke ich, und fair, ja, dann haben wir jetzt hier nochmal Ohio, nochmal Ohio, dann haben wir jetzt hier Texas, richtig geil. Ich finde die Texas, ja, Texas, cool. Sieht man auch tatsächlich nicht so häufig. Dann meinst du hier nochmal Texas. Hier nochmal Texas. Nochmal Texas. Okay, ich habe doch sehr viele aus Texas. Texas.
Okay, ich dachte, Texas habe ich nicht so viel. Gut, aber ich denke mal, Texas ist auch begehrt. Haben wir jetzt hier nochmal New York? New York. New York. Haben wir jetzt hier Kalifornien? L. Hier nochmal zweimal Kalifornien. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tom hat es auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV. Ich hoffe, ihr interessiert euch für 2-Dollar-Scheine. Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und falls ihr Interesse habt an einem sehr stark gebrauchten 2-Dollar-Schein, sagt mir Bescheid. Wir können gerne Kontakt aufnehmen über Instagram.